Was? Hä? Da kann ich ja nichts für. Der Wallrider will hier alle umbringen. Für diese Tür ist eine Schlüsselkarte notwendig. Nee, ist natürlich logisch. Wo ist denn die Schlüsselkarte? Ist die bei dem... Bei dem ist hier nichts, oder? Der hat keine Schlüsselkarte. Schlüsselkarte. Oh Mann. Hab ich gar nicht gesehen hier, ey. Wo ist die Sch... Oh nein. Da leuchtet was. Und wieder ein Dokument. Projekt Wallrider Krankenbericht von Chris Walker. Alter des Patienten 32. Patientinitialien CLW Walker, männlich. Behandelnder Arzt Dr. Rudolf Wernicke. Anmerkung Dr. Walsh. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonen, risikobehaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmend mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelungen in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive Dermaleruption ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahre Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren parezialen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nasen herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die während seines Dienstes in Afghanistan, die er erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Gut. Okay, das ist wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ist der Walker... Kann das sein, dass das der Große war, der uns da angegriffen hat? Was tust du schon wieder so schnaufen, Alter? Weil es war ja die Rede von einem... Bitte? Oh Mann. Der lebt noch. Es war ja die Rede von einem großen Typen, wo die Fixierung angepasst werden musste. Hallo? Hallo? Guten Tag. Oh mein Gott.
Alter, was? Der Typ hat ja keine Augen mehr, oder? Oh, Scheiße, Alter. Hallo? Wir sind ausgebrochen, so wie das aussieht. Der scheint sehr interessiert. Oh Gott. Alter, was? What the fuck, Alter? Wir haben... Was ist das für eine Musik da? Neue Notiz, gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe... Moment, jetzt warte mal. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gerochener... Gerochener Männer? Riechen die? Eine Reihe gerochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt. Was hier geschehen ist... sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Ja, überhaupt nicht ansprechbar. Sind es jetzt gebrochene oder gerochen? Gerochene Männer. Oh, was ist das für eine Musik da bitte? Der Typ, Alter, der macht mich so fertig da. Was ist da? Was? Ist der Typ tot oder? Sieht tot aus, ne? Guck mal, hier liegt was. Habe ich gesehen, weil es blinkt. Geh mal gleich nochmal hin. Hier. Schlüsselkarte. Die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal aufgenommen. Kann der mal aufhören, hier so rumzuschnaufen? Das ist ja widerlich. Gesammelte Objekte werden in deinem Notizblock aktualisiert. Ja, das ist eine Batterie. Ich will da hin. Ja, eine Batterie, sehr gut. Achso, falls sich der eine oder andere jetzt fragt, warum plötzlich da oben meine Batterien auf 5 sind und die wieder voll ist, ganz einfach, wo ich in diesem Gang war, habe ich kurz auf Speichern und Beenden geklickt und bin dann wieder in das Spiel rein und da war die Batterie wieder voll. Ja, ist mal eine ganz nützliche Aktion hier, um Batterien zu sparen. Habe ich mal so mitgekriegt. Wir haben... Was haben wir? Notizen oder was war es? Nee. Inventar, Schlüsselkarte. Passt. Gut. Wir haben alles. Wir haben die Schlüsselkarte. Wir können jetzt endlich in diesen Boomster gehen, in diesen Terminal. Und können uns... Oh Gott! Mann, geh doch hier durch, du Vogel! Scheiße.
fuck, Alter. War das jetzt nützlich? Okay, ist offen. Und zu machen. They lie. Sie lügen. Hier müssen wir aufmachen. Was ist das? Windows-Betriebssystem oder? Nein! Neues Ziel, starte den Generator im Keller neu. Oh Gott! Nein! Nein, nein, nein! Fuck, 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 fuck! Ich sterbe, ich werde sterben, ich werde sterben, ich will dich nicht sterben! Nein! Nein, 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 nein! Ja, ist ja widerlich. Wo muss ich hier hin? Was? Oh, Scheiße. Geh weg, 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 geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Was war das, Alter? Scheiße, Mann. Oh Mann, wir haben eine Notiz. Oh Gott. Ey, das überlebe ich doch nicht. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen. Aber nicht alles. Ich hab's doch gewusst, das ist der Chris Walker, Alter. Der Chris Walker. Das kleine, riesige Schwein, das Dreckschwein. Chris Walker. Scheiße, Alter. Der läuft hier die ganze Zeit rum, super, ey. Das ist wunderbar. Ich komme hier nie wieder aus diesem Schrank raus.